Vater und Sohn wurden zu einer Stadt gebracht, die Jehen genannt wurde. Die Häuser waren schön und recht einheitlich gebaut. Die Menschen dort schienen vorwiegend dem Ackerbau und dem Weinanbau nachzugehen. Auch die Vegetation fiel den beiden immer wieder auf und beeindruckte durch ihren Größenwuchs. Alle bekannten Früchte waren dort in überdimensionaler Größe zu finden und ein bestechend schönes Aroma lag in der sanften Luft. Auch die Bäume hatten eine schier unglaubliche Größe. So waren sie in ein Land geraten, das von jeder Beschreibung irgendwie irreal erschien. Man hielt die beiden über ein Jahr in Jehe fest. In dieser Zeit lernten beide die Sprache der sonderbaren Bewohner und auch einiges über ihr Weltbild und ihre Religion. Man hatte großes Interesse an dem Leben auf der Erdoberfläche und stellte endlos viele Fragen. Die immerwährende Sonne schien sich, laut Olaf Jansen, irgendwie zu bewegen. Sie teilte sich ihre Kreisbahn mit einer genauso rotierenden Nacht- und Feuerwolke, deren Verdunkeln die Unterseite die Sonne verdeckte und somit Tag und Nacht in unserem Sinne erzeugte. Die durch die Löcher der Wolke scheinenden Sonnenstrahlen erzeugten nachts die Illusion übergroßer Sterne und fast alles schien wie oben auf der Erdoberfläche zu sein. Nach diesem einen Jahr wurden Olaf Jansen und sein Vater zu einer Stadt gebracht, die Eden hieß. In Eden befand sich der Regierungssitz des fremden Volkes. Ihre Fahrt wurde mit einer Art Eisenbahn gemacht, die von den Beschreibungen her den Magnetschwebebahnen von heute entspricht. Die Bahn fuhr auf einer Eisenschiene und wurde durch elektrische Energie angetrieben. Der Energieinput dürfte dabei ein äußerst niedriger gewesen sein, da die Bahn eine Vorrichtung besaß, die in der Lage war, den Atmosphärendruck aufzuheben. Durch eine Art Propeller, nur mit größeren Flächen versehen, gelang es, die natürlich bremsenden Kräfte auszusetzen. Die Ankunft in Eden war die Ankunft in einer prächtigen Stadt, in einer unbeschreiblich fruchtbaren und grünen Umgebung. Die Stadt Eden lag einige tausend Meter höher als das sonstige Land und befand sich auf der Ebene des Inneren Reiches. Dort war ein Treffen mit dem Herrscher über die Innenwelt vorgesehen. Das Verhalten der Innenweltbewohner war laut Olaf Jansen von freundlicher Neugier und größter Gastfreundschaft geprägt. Man stellte Fragen, betreffend der Außenwelt und bot den beiden an, in jener Welt zu bleiben. Zwar faszinierte die üppige Vegetation mit ihrem Größenwuchs, war die Freundlichkeit der Bewohner außerordentlich und schien es dort alles zu geben, was das Herz begehrte, doch irgendwie stellte sich nicht die Paradieseuphorie ein, die man bräuchte, um dort zu bleiben. Dort oben auf der Hochebene entsprangen vier der größten Flüsse, die in alle vier Himmelsrichtungen abflossen. Sie wurden laut Olaf Jansen, Euphrat, Pison, Gihon und Hitdekel genannt. Diese Flüsse waren Olaf Jansen und sein Vater der Weg in die Heimat, und so drängte es Olaf Jansen und seinen Vater, die weite Reise zurück anzutreten. Sie wurden gewarnt, dass dieses ein lebensgefährlicher Weg sei, der durch die gefrorenen Gürtelschranken hindurchführe. Doch die beiden verirrten Seeleute wollten heim zu ihrer Familie. So ließ man die beiden Oberirdischen gehen. Doch auf eigenen Wunsch hin blieben sie noch über ein Jahr, um diese sonderbare Welt weiter zu entdecken. Sie kamen in Städte, die Nigi, Delphi und Hektea genannt wurden und waren immer wieder aufs Neue von dieser unglaublichen Welt fasziniert. So gab es Baumriesen, welche um ein Vielfaches höher waren als die höchsten Bäume der Erdoberfläche und einen Stammdurchmesser von über 30 Metern aufwiesen. Die Wälder waren unvergleichbar groß und hatten ein ungeahntes Tierleben in sich verborgen. Es gab Elefanten, die Mammuts gleich, bis 20 Meter groß waren, und Vögel, gegen die der Strauß wie ein Küken wirkt. Die Flüsse hatten ein enormes Wasserreichtum und hatten den Amazonas wie ein Rinnsal aussehen lassen. Zwei dieser Ströme reichten bis zu den Polen der Innenwelt und waren Produzenten der riesigen Eisberge, welche sich bis hinaus in die Polwelt der Obererde schoben. Es regnete unfehlbar einmal jeden Abend, nachdem ein dunstiger Nebel vorher aus der immergrünen Landschaft aufgestiegen war. Die sanfte Feuchtigkeit, mit der elektrisierenden Atmosphäre, dem absolut gleichmäßigen Klima, und das angenehme weißbläuliche Licht schienen Auslöser dieses üppigen Wuchses zu sein. Sie waren wahrscheinlich ebenso verantwortlich für die hohe Lebenserwartung. Die übergroßen Bewohner der Innenwelt erfreuten sich bester Gesundheit und waren in der Lage, viele hundert Jahre alt zu werden. Die wichtigsten Wissenschaften der Innenwelt waren die Geisteswissenschaften, und dabei ist besonders die Musik zu benennen, die in prächtigster Art gepflegt wurde.
Ihre Technik schien für einen Mann wie Olaf Jansen unverständlich, ihre Kommunikation nicht nachvollziehbar und vieles blieb ihm daher verborgen. Aber sie konzentrierten sich zusehends auf ihre bevorstehende Heimreise und überlegten sich ihre Route. Die Mündung des Flusses Hiddekel war dem Nordpol zugeneigt. Olaf Jansen und sein Vater wurden nach langer Zeit im Inneren der Erde dort abgesetzt, mit Gold beschenkt, die Heimreise anzutreten. Ihr Schiff stach in die See, um in südlicher Richtung, also dem Nordpol von innen entgegen zu segeln. Aber der war den beiden nicht freundlich gesinnt, denn es war Winter auf der Nordhalbkugel der Erdoberfläche und er blies den beiden so stark entgegen, dass sie umkehren mussten, um es durch die andere Öffnung zu versuchen. Sie machten Kehrt und fuhren in den Norden, also unserem Südpol, entgegen. Unterwegs nahmen sie in Delphi, an der Mündung des Gihonflusses, neues Proviant auf und setzten ihre Fahrt fort. Sie waren unzählige Tage unterwegs, ehe sich das Klima abkühlte. Langsam sahen sie wieder die ersten Eisberge und nach wurden die mächtigen Eiskolosse immer mehr zu einer ständigen Begleitung. Der Durchgang in das südpolare Meer konnte als solcher nicht wahrgenommen werden, und so fiel es den beiden erst nach langer Zeit auf, dass die See sich von ihren drohenden Eisbarrieren befreite. Jetzt war den beiden klar, wo sie sich befinden mussten, und sie wähnten sich beide schon wieder in ihre Heimat. Doch es waren noch nicht alle Gefahren überwunden und in einem Moment der Unaufmerksamkeit brach ein großes Stück eines Eisberges vor ihnen in die kalte See und riss das kleine Boot mit sich. Olaf Jansen konnte sich auf eine Eisscholle retten, doch sein Vater war für immer verloren. Ungläubig, jemals in dieser menschenfeindlichen Welt gerettet werden zu können, schwand die Hoffnung des Olaf Jansen ins Bodenlose. Doch wie er sagte, durch die Hand des Erlöseres fand er dort doch nicht sein Schicksal, denn ein Walfischfänger segelte durch die Eissee, in der er mit seinem Leben rang. Es war die See Arlington, die ihn an Bord nahm, und Kapitän McPherson war es, der sich seine annahm. Durch seine Erzählung von den Erlebnissen in der Unterwelt verwirrt, ließ man Olaf Jansen in Ketten legen. In diese Situation gekommen, sah Olaf Jansen schon ein, wie unglaubwürdig so eine Erzählung erscheinen musste. So leugnete er seine Geschichte und wie geschehen, ließ man ihn dann auch wieder, aus den Ketten befreit, sich frei an Bord bewegen. Er hatte Glück, nicht schon dort für die Irrenanstalt vorgesehen zu sein, doch es dauerte ja nicht lange, bis sein Onkel ihm dazu verhalf. So bleibt alles Weitere dann eher weniger spannend und würde dann eher ein Leben hinter Gittern beschreiben. Denn mehr als ein Gefängnis war eine Irrenanstalt zu jener Zeit wohl nicht. Hat er nun gelogen oder nicht? Fest steht, dass er bewusst wohl nicht gelogen hat, denn es gab keinen zu erwartenden Vorteil. Schon deshalb nicht, weil alles viel zu unglaubwürdig schien. Also war es dann doch wohl eine Art von Geistesverwirrung, die ihn zu jener Erzählung trieb. Doch sein Leben lang daran festzuhalten, ohne sich eine weitere Geschichte auszudenken, stellt einen typischen Verlauf einer Geisteskrankheit dann wieder in Frage, zumal die vielen Details ein logisches Bild abgeben. Dieser offiziell für irr erklärte Olaf Jansen schrieb dann in seinen letzten Worten: Weil ich auf meine schlichte Weise Jahre diesen Problemen gewidmet habe, bin ich gut vertraut mit dem anerkannten Begriff der Schwerkraft wie auch mit der Ursache der Anziehung, der Magnetnadel. Ich bin bereit zu erklären, dass ich davon überzeugt bin, dass die magnetische Nadel ausschließlich von elektrischen Strömen bewegt wird, die die Erde wie ein Gewand völlig umhüllen, und dass diese elektrischen Strömungen in einem endlosen Kreislauf aus der zylindrischen Öffnung des südlichen Endes der Erde hervorkommen, sich zerstreuen und über die ganze Außenoberfläche sich verteilen, in wilder Geschwindigkeit auf ihrem Zug den Nordpol zu eilend. Und obwohl diese Strömung scheinbar an der Kurve oder Kante der Erde in den Weltraum hinausgeschleudert würde, werden die doch wieder zur Innenoberfläche zurückkehren und dort ihren Weg in südlicher Richtung auf der Innenseite der Erdkruste entlang fortsetzen auf die Öffnung des sogenannten Südpols zu. Und was die Schwerkraft betrifft, weiß niemand, was es ist. Freuen Sie sich noch auf interessante weitere Teile von Hohle Erde, Fiktion oder Realität. Ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag, bis zum nächsten Mal. Hier, Marlund, im Kanal Space Mark 7 von Terra.